einfach mal entspannen ist im Sommer ja gar nicht so einfach. Sie werden das in den vergangenen Tagen auf jeden Fall gemerkt haben. Es ist warm, es ist drückend, es ist heiß und schwül und man möchte sich einfach abkühlen und am liebsten im Kühlschrank verstecken. Das geht natürlich nicht und sollte man vor allem auch nicht machen. Aber man möchte dann doch irgendwie ein bisschen Erfrischung zu Hause haben. Hat vielleicht auch schon geliebäugelt mit dem Gedanken, sich eine Klimaanlage nach Hause zu bestellen, aber Abluftschlauch, wo soll der raus? Dann der ganze Stromverbrauch, ach, das ist so eine Sache, da lässt man dann auch gerne mal die Finger von. Aber es muss doch trotzdem irgendwas geben, das einen erfrischt und wo man sagt, ja, das ist für mich die perfekte Mitte. Ja, liebe Zuschauer, das wird Ihr neuer Luftkühler sein. Und Kathi, ich habe es jetzt am Wochenende gemerkt und Sie vielleicht auch. Gerade so das Problem, man ist den ganzen Tag unterwegs oder man hat im Garten gearbeitet. Man geht duschen zum Beispiel, weil man denkt, boah, jetzt mal so schön frisch unter eine kalte Dusche. Ja, und sobald man aus der Dusche rauskommt und sich anzieht, hat man das Gefühl, die Kleidung klebt wieder an einem, weil man wieder so schwitzt. Was macht man denn da? Ja, man holt sich die natürliche Klimaanlage nach Hause und das sind unsere Verdunstungsluftkühler. Hier ist eins der Modelle, das richtig beliebt ist, aber zum Glück jetzt noch lieferbar. Die allerletzten Stückzahlen für Sie, liebe Zuschauer. Deshalb, ich muss Sie direkt bitten, gar ganz schnell zu sein, wenn Sie dieses tolle Modell jetzt noch haben wollen. Ja, es ist heiß. Alle reißen sich um diese, wie ich immer so schön sage, natürlichen Klimaanlagen. Mhm. Deshalb da wirklich zugreifen, denn das ist ein Wahnsinn. Wir haben hier ein Modell, das alleine mit Wasser arbeitet. Und das macht diese Verdunstungsluftkühler hier so besonders. Schauen Sie sich das mal an. Hier im unteren Teil ist ein Wassertank. Da kommt einfach nur ganz normales Wasser rein. Das kann jetzt einfach Leitungswasser sein, einfach Wasser einfüllen. Und dieses Wasser, das wird hier bei einem Verdunstungsluftkühler verdunstet. Und dabei entsteht kalte Luft. Und diese kalte Luft wird dann hier vorne durch einen Ventilator, der da verbaut ist, leistungsstark herausgepustet in Ihre Wohnung, in Ihr Wohnzimmer oder dann auch in Ihr Schlafzimmer. Und hier sehen wir mal diese Technologie, die dahinter steckt. Und das ist wirklich sensationell. Das nennt sich Verdunstungstechnologie, Honeycomb-Technologie. Da sehen wir das, diese Wabentechnologie. Da wird das Wasser drüber geleitet. Dabei wechselt es dann den Aggregatzustand von flüssig zu gasförmig. Und dabei werden die Bindungen zwischen den Wassermolekülen gelöst. Um etwas zu lösen, braucht man Energie. Und die Wärme aus der Luft ist diese Energie. Somit entsteht dann Kälte. Und die kalte Luft wird dann von dem Ventilator hier vorne herausgepustet. Ach, also das ist ein ganz natürliches Prinzip, ein physikalisches Grundprinzip quasi, das hier genutzt wird, das wir auch alle kennen eigentlich, was unser Körper ja auch nutzt, wenn wir zum Beispiel schwitzen. Auch wenn die Tiere zum Beispiel schwitzen, nutzen die das auch. Ja? Dann kühlen die sich ab zum Beispiel mit diesem Prinzip der Verdunstungskälte. Hier in diesen Geräten, in diesen Verdunstungsluftkühlern wird das halt im großen Maßstab dann technologisch umgesetzt. Also ganz natürlich diese Geräte. Deshalb verbrauchen die auch nur ganz wenig Strom. Das ist ein Riesenvorteil. Wir sprechen hier von einem Stromverbrauch von 65 Watt. Das ist ja nichts. Das ist gar nichts. Und deshalb kann man diese Geräte jetzt auch den ganzen Sommer laufen lassen. Das ist sensationell. Also es wird nur Wasser eingefüllt, ganz wenig Stromverbrauch. Kannst du jetzt den ganzen Sommer laufen lassen. Dabei aber super effektiv. Man hat drei Ventilationsstufen. Man kann das jetzt mal hier richtig hochschalten auf höchste Ventilationsstufe. Und merk mal, was da hier rauskommt. Das ist richtig toll. Also man hat hier richtig Leistung, die da rauskommt. Super angenehm das Ganze. Ganz, ganz stark. Man kann dann hier auch unterschiedliche Modi einstellen. Also zum Beispiel so ein normaler Modus, ein Naturmodus. Da hat man richtig so Windböen, wie zum Beispiel dann am Meer oder auf den Bergen, wo so richtig tolle Windböen immer kommen. Oder auch eine Schlaffunktion, wenn Sie es im Schlafzimmer haben. Weil Sie können das Gerät ja auf Rollen schön hin und her rollen, wo Sie es auch hinmachen wollen. Ist das toll? Das finde ich klasse, liebe Zuschauer. Gerade, dass der auf Rollen ist. Wir hatten das Thema gerade. Mal auf der Couch entspannen, Schlafzimmer, endlich mal wieder vernünftig schlafen, sich nicht von links nach rechts drehen, Decke zu, Decke aus, Decke zwischen die Beine, es wird einfach nicht kühler. Luftkühler mitnehmen, liebe Zuschauer, oder dann die Situation im Badezimmer. Und das ist so fantastisch. Und Kathi, es gibt einfach so, so viele Menschen, die jetzt gerade auch unter der Hitze wirklich leiden. Die sagen, der Kreislauf macht einfach nicht mehr so mit, wie ich mir das vorstelle. Ich brauche da einfach was, was mich moderat abkühlt, was mich aber vor allem auch nicht krank macht.
macht. Das ist ja immer ganz wichtig, denn Klimaanlage ist ja auch immer so, so eine Sache, wo man sagt, ja Mensch, wenn ich da einen Temperaturunterschied von 10 oder 15 Grad Celsius habe, da kriegt man mal einen steifen Nacken, da ist man dann mal schnell erkältet und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Aber hier mit dieser natürlichen Kühle, und Sie sehen das, liebe Zuschauer, auch die Tiere genießen das, auch ja. Ihr Haustier wird es lieben, haben wir natürlich hier keine Gefahr, krank zu werden oder ähnliches, weil unser Körper dieses Prinzip ja schon kennt. Ja, schau mal, oh, der hat sich sofort davor gelegt. Ne? Schön, der findet Schatz, das ganz ne? toll. Oh ja. Ja, das ist so schön kühl, ne? Weil hier ist echt warm, auch gerade hier draußen bei uns. Ja, aber der genießt das jetzt hier in der Kühlung, weil das ist so angenehm einfach. Und das ist halt diese natürliche Kühlung. Also stellen Sie das ein, so wie Sie es haben wollen, schön die Kühlung mit zuschalten. Wir haben auch hier einen fantastischen Luftreiniger, den Sie mit zuschalten können, wenn Sie möchten. Das geht selbstverständlich auch. Und auch noch eine Timer-Funktion. Das Ganze auch alles über die Fernbedienung noch mit zu schalten, wenn Sie möchten. Also auch wenn Sie bequem jetzt so wie Vivian auf dem Sofa sitzen oder dann im Bett, können Sie das auch über die Fernbedienung schalten. Das ist ein Wahnsinnsgerät. Also geringer Stromverbrauch, nur mit Wasser einfach, das Sie einfüllen, dann zu betreiben, auf Rollen. Sensationell. Die Nachfrage ist schon wieder ganz, ganz hoch hier, liebe Zuschauer. Wir haben leider nur noch begrenzte Stückzahl, weil dieses Gerät ist einfach hier gerade bei den Temperaturen so stark nachgefragt. Es ist auch toll. Also man möchte sich abkühlen. Man möchte natürlich da auch ein Gerät haben, was auf natürliche Art und Weise kühlt, was wenig Strom verbraucht, was man von Zimmer zu Zimmer mitnehmen kann. Hier haben Sie es jetzt. Deshalb bitte gleich in die Leitung gehen. Nicht, dass das dann ausverkauft ist. Na, das wäre ärgerlich. Und dann Wartezeiten von 2-3 Monaten. Da ist der Sommer doch schon um. Und die Meteorologen sprechen von einer Rekordhitze, die auf uns zukommt. Deshalb jetzt die letzten Stückzahlen ganz schnell ergattern. 82,56 Euro Ihr TV-Sonderpreis. Die NX7575 und die 569, die Bestellnummer für das Komplettpaket. Ja, der Murphy legt sich nochmal hin. Der genießt das auch. Und Sie werden es auch genießen. Und wissen Sie, was schön ist? Der ist so komfortabel, portabel, dass man auch einfach mal die Ventilationsfunktion auf dem Balkon schön nutzen kann für die Beine, damit das da schön angenehm erfrischt ist. Ihr Kreislauf wird es Ihnen danken. Dann haben wir einen ganz, ganz geringen Stromverbrauch, aber wirklich eine ganz tolle Effektivität, die da erzielt wird. Sie können wieder beruhigt schlafen, Sie können entspannt kochen, Sie können ganz, ganz toll sich zurechtmachen und fertig machen, ohne wieder zu schwitzen, sobald Sie aus der Dusche kommen. Ja, und der Murphy, der legt sich hier schon hin, um möglichst viel Kühle abzubekommen. Machen Sie das auch. Viel Spaß.